Wir sind zurück im Kalten Krieg in einem Schutzbunker in Berlin-Wedding, keine 5 Kilometer vom Regierungsviertel entfernt. Atombunker, Zivilschutz im Kriegsfall, leider Themen, über die gerade wieder nachgedacht werden muss. Fakt ist nämlich, dass die Bundesregierung vor 15 Jahren, 2007, beschlossen hat, Schutzräume wie diesen hier aufzugeben. Als Schutzanlage sind diese Räumlichkeiten also nicht mehr zu gebrauchen. Warum, wieso, weshalb, das weiß Kai Heine vom Verein Berliner Unterwelten e.V., der sich kümmert um die Dokumentation und den Erhalt solcher Anlagen. Ja, dann würde ich vorschlagen, lieber gucken uns noch einen der Netzwerke tief unten, dass er so in der Lage ist, uns dann hier mit Frischwasser und Rauchwasser zu versorgen. Wobei es hier unten das dann auch noch Wassertanks gibt. Wir sind jetzt hier in der Zivilschutzanlage Pankstraße. Das ist ein U-Bahnhof, der als sogenannte Mehrzweckanlage 1977 fertiggestellt worden ist hier in West-Berlin. Quasi, wenn man so will, der modernste Bunker, den Berlin zu bieten hat? Das ist der Standard, der moderne Standard der späten 70er Jahre. Es sind noch 3 Anlagen später gebaut worden, die aber vom Standard dem hier entsprechen, was wir hier auch sehen. Ja. Und diese Schutzeinrichtung hier ist aber ein Atomschutzbunker, richtig? Es wird häufig Atomschutzbunker genannt, weil man im Falle eines atomaren Schlages dann hier tatsächlich 2 Wochen sauber und gesund überleben soll. Und ich nehme an, der Unterschied zwischen Atomschutz und normalem Schutz ist, dass das hier hermetisch abzuriegeln gewesen ist. Das ist tatsächlich, geht es eher in die Richtung, wie lange kann man in der Anlage bleiben? Denn wenn ich eine Schutzanlage habe, in der ich nur 24 Stunden bleiben kann, dann habe ich oben noch ein Strahlungsniveau, das durchaus tödlich sein kann. Diese richtig tollen Anlagen, die modernen Anlagen, hatten halt, wie gesagt, 2 Wochen Aufenthaltsdauer vorgesehen. Wie viele Menschen haben hier reingepasst? Es wären hier etwa 3.500 Menschen, die Zuflucht hätten finden sollen. Wer hätte dann im Falle eines Falles entschieden, wer reinkommt und wer nicht? Also ich meine, wir wohnen in Berlin-Wedding, hat rund 10.000 Einwohner auf den Quadratmeter. First come, first served. Also wer zuerst da ist, mal zuerst. Man hätte die Bevölkerung dann informiert über Lautsprecherdurchsagen und vielleicht auch Flugblätter, wo ist die nächste Schutzanlage. Und dann hätte man die Türen aufgemacht, die Leute wären rein und nachdem die maximale Belegung erreicht ist, hätte man die Türen geschlossen. Sie machen ja hier Führungen und ist das heute ja letztlich eine Touristenattraktion. Wie viel Aufwand wäre denn nötig, um diese Anlage quasi wieder zu reaktivieren und ihren ursprünglichen Bestimmungszweck wieder zuzuführen? Der Aufwand wäre sehr groß, denn inzwischen ist das ja auch ein U-Bahnhof und moderne U-Bahnhöfe haben andere Anforderungen als in den 70er Jahren. Deshalb wird inzwischen ein Aufzug eingebaut, es wird ein zweiter Zugang gebaut. Und ein Teil der Technik, die damals für die Funktionsweise des Bunkers notwendig ist, die man mit auf dem Bahnhof verbaut hat, die ist inzwischen auch weg, sodass der Aufwand heute sehr groß wäre. Also er wäre tatsächlich nicht so schnell zu leisten. Wenn wir jetzt in den Kalten Krieg zurückgehen zur Hochzeit, wie viele solcher Anlagen hat es denn in West-Berlin, muss man dann sagen, seinerzeit gegeben? Also in West-Berlin hat es 6 Anlagen in dieser Qualitätsstufe gegeben, also sprich mit 2 Wochen offen. Dann gab es noch eine Handvoll Anlagen aus dem Zweiten Weltkrieg, die man reaktiviert hat, die allerdings im Regelfall für eine sehr viel kürzere Aufenthaltsdauer, die zwischen 12 und 48 Stunden lag, vorgesehen waren. Und über alles hätten in West-Berlin rund 25.000 Menschen in diesen Anlagen Platz gefunden. 25.000 von West-Berlin hatte etwas 2 Millionen Einwohner. Okay, ein Bruchteil. Wie ist es denn dazu gekommen, dass diese Anlagen stillgelegt wurden? Das, was Sie jetzt gerade erwähnt haben, dass sowieso nur ein Bruchteil der Bevölkerung abgedeckt gewesen ist von diesem Schutz? Die Schutzraumbauprogramme Westdeutschlands hatten eigentlich eine Zielgröße von 7, 9, 10% vorgesehen, die hätte erreicht werden sollen. Das hat kaum ein Bundesland geschafft. Warum sind nicht mehr gebaut worden? Schlichtweg, weil 1990 die Wiedervereinigung kam. 89 der Fall der Mauer, 90 die Wiedervereinigung, 91 Ende der Sowjetunion. Und damit war erstmal diese große Bedrohung weg und man wollte, das müssen wir uns alle ganz ehrlich auch zugestehen, die Friedensdividende einfahren. Das heißt, für bestimmte Dinge kein Geld mehr ausgeben. Auch der Abbau zum Beispiel der Sirenenanlagen,
Das zielt alles da rein. Und dann hat man 2007 sich dazu entschlossen, dass man diese Anlagen nicht mehr braucht und dass man sie aufgibt. Hintergrund ist 2001, der 11. September, die Anschläge, die Terroranschläge, die auch dann vermehrt in Westeuropa uns getroffen haben. Und da schien es, dass diese Bedrohungslage, der Feind steht im Osten und wirft und droht uns mit, auch mit atomaren Bomben, mit Langstreckenwaffen, diese Bedrohungslage galt als nicht mehr so eminent, dass man sich davor schützen muss und hat dementsprechend auf andere Zivilschutzkonzepte gesetzt. Und ein anderer Faktor ist, das muss man ehrlich sagen, Geld. Denn die Anlagen instand zu halten, kostet Geld. Nun ist ja der Bedrohungsfaktor des Klassischen ist ja nun leider wieder realistischer geworden. Das ist ja jetzt hier quasi der Stand der Spät-70er Jahre. Ja. Würde das denn moderner Waffentechnik standhalten? Oder? Moderne Waffen, wenn hier eine schwere Mittelstreckenrakete direkt reinfällt, haben wir keine Chance, uns auch nur ansatzweise zu schützen. Wo man einen Schutz natürlich hätte, ist der Splitterschutz, Rauchschutz, das heißt die Auswirkungen von Luftangriffen auf Städten. Davor wäre man hier einigermaßen geschützt. Sie machen hier seit vielen Jahren Führung hier, wie gesagt, mit Schülerklassen, mit Touristengruppen. Haben Sie in den letzten Wochen eine veränderte Wahrnehmung festgestellt, veränderte Reaktionen, also seit Beginn des Ukraine-Kriegs natürlich? Auf jeden Fall. Also diese Bilder, die uns aus, vor allem aus Kiew und aus Mariupol und aus allen anderen Städten erreichen, haben bei der Bevölkerung einen anderen Blickwinkel ausgelöst und ja, auch die Medien kommen Fragen natürlich nach. Das ist jetzt ein Thema, was auch interessant ist. Aber vor allen Dingen, die Leute, die jetzt zu uns kommen, haben diese Bilder im Kopf und es fällt ihnen vielleicht leichter, sich hineinzuversetzen in diese Zeit. Ein Problem, das sie gerade mit Schulklassen natürlich haben, aber diese Schüler, die jetzt zu uns kommen, die sind in einem Frieden aufgewachsen und haben an Krieg, wenn sie nicht gerade als Flüchtlinge aus Syrien gekommen sind zu uns oder aus anderen Kriegsgebieten, haben mit Krieg überhaupt nichts zu tun. Das ist nur etwas, was im Fernsehen stattfindet. Jetzt plötzlich ist es deutlich näher und das erzählen auch die Kollegen. Es kommt halt näher und die Leute sind halt, es geht ihnen näher, was sie hier sehen und sie verstehen es vielleicht auch wieder besser. Also jetzt mal konkret auf das Verhalten angesprochen. Das heißt, wenn jetzt die Schulklasse reinkommt, die sind weniger fröhlich, als sie vor Monaten vielleicht oder Wochen gewesen sind. Ja, ja. Also da ist durchaus eine gewisse Ernsthaftigkeit, eine stärkere Ernsthaftigkeit da, einfach weil dieses Thema tatsächlich viel stärker präsent ist, als es vorher war, vor 4 Wochen noch. Nun sind Sie ja gewissermaßen so eine Art Schutzraumexperte. Da es ja nun keine Schutzräume mehr gibt, ja. Was wäre denn Ihr Tipp? Also im Falle eines Falles. Also ich kann da tatsächlich nur auf das Bundesamt für Bevölkerungsschutz verweisen. Und die empfehlen tatsächlich im Ernstfall innenliegende Räume aufzusuchen, möglichst keine Fenster, damit man nicht durch Splitter verletzt wird. Oder wenn man nicht zu Hause ist, dann halt einen U-Bahnhof, eine Tiefgarage oder so etwas aufzusuchen. Also einen tiefgelegenen, relativ gedeckten Ort. Mehr kann ich auch nicht sagen, denn wie gesagt, da kann ich tatsächlich nur aufs Bundesamt verweisen. Und jetzt zeigt mir Herr Heine die verschiedenen Räume des Bunkers. Das ist eine der Schleusen, die in die Anlage führen und auch aus ihr hinaus. Der Punkt ist, in den Schutzanlagen hat man Überdruck, um sich vor eindringenden Gasen von außen zu schützen, also Rauchgase oder Giftgase, wenn die eingesetzt werden würden. Und dann, um trotzdem die Anlage betreten und verlassen zu können, brauche ich eine Schleuse, über die ich den Druck dann vermittle. Das ist alles. Und beim Betreten der Schleuse würde man auch nochmal kontrollieren, ob derjenige, der von draußen kommt, eine Verseuchung mit sich trägt, zum Beispiel durch Strahlung. Weswegen wir jetzt, weil ich sehe hier eine richtige Dusche. Genau, das ist eine der wenigen Duschen in der Anlage. Da hätte man sich dann abgeduscht, die Kleidung hätte man einfach in der Ecke liegen lassen müssen und dann wäre man reingegangen. Sie sagen eine der wenigen Duschen. Wie viele Duschen gibt es denn hier insgesamt? Es gibt in jeder Schleuse, und davon gibt es 5 Stück, gibt es eine Dusche und in jeder Notbehandlung, also dort, wo die medizinische Versorgung stattfindet, gibt es nochmal eine Dusche und das war es dann auch.
Denn den Strom, den wir für die Warmwasserversorgung brauchen würden, der soll gespart werden. Das heißt also für die Schutzsuchenden zwei Wochen lang ist es halt die Katzenwäsche am Handwaschbecken. Ne? Mehr ist nicht vorgesehen. Es ist basic Überleben, um was anderes geht es halt nicht. Küche, in der man dann eine Mahlzeit am Tag für die 3.500 Menschen in der Anlage bereitstellen würde, oder das war zumindest geplant. Und es wäre, man sieht es jetzt hier, nicht eine Drei-Gang-Menü, es wäre tatsächlich eine Erbsensuppe gewesen. Jeder hat eine Schüssel, jeder hat ein Becherchen und mit der Schüssel kommt dann einmal am Tag hier und holt sich Essen, eine Kelle Essen. Aber sehr realistisch wirkt das jetzt nicht auf mich, dass man das hier stemmen könnte. Naja, also die Disziplin hätte halt aufrechterhalten werden müssen. Die Leute bleiben den ganzen Tag auf ihren Betten sitzen und einmal am Tag, innerhalb von 24 Stunden, werden sie aufgefordert, sich Essen zu holen. Und dann geht man halt grüppchenweise, nimmt seine Schüssel, die hat man, das ist seine persönliche Schüssel, wir haben wirklich 3.500 Schüsseln hier drin gefunden, und geht und holt sich dann einen Schlag Suppe ab. Aber da sind ja Konflikte vorprogrammiert. So eine Art Sicherheits- oder Ordnungsdienst? Das ist, bei 3.500 Menschen, wenn die lange Zeit auf einem engen Raum sitzen, geht man natürlich davon aus, es wird Konflikte geben. Ein Teil des Ordnungsdienstes hätte sich halt aus den THW-Mitarbeitern auch zusammengesetzt. Und man hätte auch natürlich gefragt, wer kann was machen und dann auf Freiwillige gesetzt. Genauso wie man dann halt freiwillige Helfer für die Küche, für den Toilettendienst gehabt hätte. Hier hätte dann jemand gestanden, wahrscheinlich zu zweit. Man hätte den Kessel hier rüber geholt, hätte schöpfkellenweise das Essen ausgegeben. Draußen hätten natürlich der eine oder andere für Ordnung gesorgt und hätten Leute hier vorbeigetigert. So, und hier kommt man dann zur Lüftung. Dann hier haben. Also viel Technik. Das ist einer der Technikbereiche, die wären natürlich nicht für die Schutzsuchenden zugänglich gewesen, sondern hier wäre tatsächlich dann nur das Personal eingesetzt. Jetzt ist das ja hier ein Atombunker, oder? Das heißt, radioaktive Strahlung bekommt man auch aus der Luft rausgefiltert? Atombunker ist ein großes Wort. Die Dinger heißen Zivilschutzanlagen und sollen tatsächlich aber im Strahlungsfall auch Schutz bieten. Die direkte Strahlung, die nach dem Einschlag über der Stadt hinweg geht, davor sind wir hier unten geschützt, weil wir auch über zwei rechte Winkel nach unten laufen. Strahlung läuft geradlinig, kommt möglichst nicht bei uns an. Es kommt aber natürlich strahlendes Material mit rein. Der ganze Staub, der in der Luft ist, der strahlt. Und deshalb gibt es da hinten dann den großen Aktivkohle- und Sandfilter. Vor allen Dingen Sand ist da hinten drin. Und der fängt möglichst alle Partikel auf. Also hier haben wir halt vier Bettenräume, die hintereinander geschaltet sind und stehen hier seit 1977. Also von der Körperlänge, für uns beide ist das jetzt glaube ich nicht geeignet. Man sitzt hier oder man kann liegen, die zweite Ebene wird halt runtergeklappt, dass man sieht wie in einem alten Eisenbahnwaggon so zu viert nebeneinander. Das sollen die vier Personen, die hier auch übereinander schlafen. Ja, Bettenqualität, LKW-Plane, ne? 1, 2, 3, 4. Genau, vier Personen übereinander und hier sind es dann halt vier in einer Reihe von diesen Betten. Da sind es fünf, wobei hier ist oben einer weniger. Das heißt, dieser Raum hat so geschätzt, sagen wir mal, knapp 30 Quadratmeter und hier wären dann 60? Ja, also die kleinen Bettenräume, die wir hier oben haben, haben so zwischen 50 und 100 Personen. Die sich in auf diesen Räumen dann. Was man so ein bisschen hier gemacht hat, wenn man die Wände in diesem Mintgrün gestrichen. Es gibt Leute, die sagen, wenn man das lange unterbewusst aufnimmt, dann soll man sich beruhigen.
die Decke in einem leichten Gelb gestrichen. Okay. Man hat sich Gedanken gemacht bei der Armut. Ja. Ja, nein. Also es, man hat sich im Bundesinnenministerium und im entsprechenden Bundesamt auch entsprechend wirklich tatsächlich Gedanken gemacht und wie kann man die Anlagen gestalten. Der Neubau von Anlagen in den 70er, vor allen Dingen in den 70er Jahren, ist vor allen Dingen da erfolgt, wo die öffentliche Hand gebaut hat. Das heißt also, große Schulen, gerade dann, wenn in Westdeutschland so eine größeren Schulkomplexe, so Gesamtschulkomplexe gebaut worden sind, hat man häufig in den Kellern dann Schutzräume mit eingerichtet, U-Bahnhöfe, so wie hier, zwei Stück davon sind es in Berlin, oder auch dann als Subvention, wenn große Parkgaragen, tiefe Parkhäuser gebaut worden sind, da sind dann teilweise zwei- oder dreistöckige unterirdische Parkgaragen entstanden. Auch die sind mit hohen Subventionen dann so gebaut, dass man sie innerhalb kürzester Zeit umrüsten kann, umbauen kann. Man schließt die Tore, man baut die Betten auf und hat dann eine Schutzanlage, in der der Zeitraum der Unterbringung für bis zu zwei Wochen dann gewährleistet ist. Und auch die DDR hat im Rahmen ihrer Plattenbauprogramme, die in den späten 70er Jahren entwickelt und gebaut worden sind, dann tatsächlich Vorbereitungen getroffen, um die Keller für die Bevölkerung der Häuser dann tatsächlich als Schutzraum anbieten zu können. Also es muss hier einen geben, der die Ansagen macht. Chef der Anlage ist tatsächlich der Mitarbeiter vom Bezirksamt, der dafür zuständig ist, der auch dafür ausgebildet sein sollte. Also das ist tatsächlich so ein bisschen schwer vorstellbar, dass die Leute so ganz in Ruhe hier reingehen. Vielleicht hier gibt es noch ein paar Trainingsanzüge, kann man sie anziehen, wenn man nicht genug, wenn man zu wenig anhatte. Man setzt sich dann hin und wartet einfach und vielleicht hat einer oder noch ein Buch mit oder jemand hat Skatkarten mit und dann spielt man so ein bisschen. Habe ich schon immer für sehr irreal gehalten, diese Vorstellung. Es ist auch dieser Rückgriff auf den Zweiten Weltkrieg, den manche dann machen. Da haben die Leute meistens relativ ruhig im Bunker gesessen, aber da war es ja immer diese unmittelbare Bedrohung. Das ist ja auch das, was wir jetzt in der Ukraine sehen. Die Leute gehen runter in die Schutzräume, die Sirenen laufen und es kommen Bomben. Das heißt, es gibt so einen unmittelbaren Bedrohungsfaktor. Das Sitzen hier drinnen ist ein Warten. Man wartet zwei Wochen lang, bis es wieder rausgeht. Man weiß auch gar nicht, was draußen passiert. Das ist also so eine Ungewissheit, die, glaube ich, eine andere Angst dann erzeugt und die wahrscheinlich wirklich den einen oder anderen wirklich durchdrehen lassen würde. Also davon gehe ich aus. Herr Heine, vielen Dank für die Führung, die Zeit, die Sie genommen haben und für das Gespräch. Dankeschön. Danke, tschüss.